Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bredrags Ark Adventures. Heute ziehen wir los und gucken mal, was wir so kriegen an, ja, Random Dinos. So hundertprozentig Randoms. Also wir ziehen los, zähmen irgendwas und ja, das sind Trick-or-Treat-Shinies, die wir uns besorgen werden. Ja, und die haben diese super tolle, krasse Eigenschaft, ja, dass sie sich nach dem Zähmen, sobald der Zähmvorgang abgeschlossen ist, flutz in irgendwas Random verwandeln. Also erstmal kann das Zähmen super schwierig werden, wenn wir da, keine Ahnung, Trick or Treat, keine Ahnung, super mega super Golem haben, den wir da zähmen. Und ja, dann das Ergebnis kann dann relativ enttäuschend sein, dass wir dann von diesem super mega super Golem dann da auf einmal so ein 115 Standard-Dodo rauskriegen. Funktioniert allerdings auch in beide Richtungen, ne? Also wenn wir irgendwas losziehen und einen 0 auf 15 kleinen Trick or Treat Dodo zähmen und danach ein Mega Super Emperor Super Tech Dino Something, I guess, bekommen mit super holographisch Geisterfarben oder sowas, dann ist das natürlich zu begrüßen. Ja, damit werden wir uns heute aufhalten und wie ihr schon hier im Hintergrund sehen könnt, ich habe ein bisschen an der Arena rumgebastelt. Ich habe da ein bisschen Steine investiert und ja, größtenteils das, was wir noch hatten, und ein bisschen hier so die Umzäunung ein wenig erhöht und ja, unsere Dinos hier aufgestellt, inklusive unseren Super Heini hier, den wir da gekriegt haben, der nur, naja, ich hoffe mal, dass er hier in der Arena eine gute Figur macht. Ja. Ist natürlich nichts Besonderes hier, ne? Ist ziemliches Flickwerk, was wir hier veranstaltet haben, weil je nachdem, was wir hier in den OSDs halt hier an Fundamenten und sowas gekriegt haben, habe ich einfach alles hingeflatscht. Und ja, machen wir uns nichts vor. Die Bosse, die da wahrscheinlich drin sind, sie dürften wahrscheinlich in der Lage sein, Strukturen zu vernichten. Also lange wird das hier nicht halten. Aber ja, dürfte erstmal zweckmäßig sein. Hier sind auch, also die reinzoomen ist ein bisschen doof bei dir. Hier sind auch unsere ganzen Hybriden zurzeit aufgestellt. Die dürfen sich hier wunderbar austoben. Ich meine, die Bosse, die da jetzt noch drin sind, sind Hybrid-Bosse. Ist auch noch ein bisschen hin, bis wir uns mit denen anlegen. Und dementsprechend, warum lassen wir unsere Hybriden da nicht hier kämpfen? Das hat schon im letzten Kampf ganz gut geklappt, obwohl die Edgelords dann auch noch dabei waren. Aber naja, warum nicht? Gut, lass uns mal anfangen, hier erstmal wieder Radar einzuschalten, damit wir auch was sehen. Wie ihr schon bei einigen sehen könnt, ich bin hingegangen und habe mal so ein paar Injektionen da reingeballert, bis ich dann festgestellt habe, oh mein Gott, das ist verdammt teuer. Du verballerst gerade deinen ganzen Agentave, Sarko und sonst was DNA, alles extra DNA, was wir mit den Tributen und dann sowas herstellen. Lass mal lieber die Finger davon. Deshalb haben so ein paar ausgesucht, da haben dann halt hier halt noch ein paar Damage-Injektionen drin. Ich glaube, 4 Gesundheit-Injektionen hatten wir auch noch irgendwo rumflattern, die habe ich auch noch irgendwo da reingepackt. Ja, die machen dann ordentlich Schaden mit hier. Dafür sind sie jetzt hier. Gut, dann würde ich mal sagen, ziehen wir los. Ich habe mich heute dazu entschieden, mal unseren Rockbreak auszukramen. Ich glaube, ich vor 3 oder 4 Folgen gehört, habe ich da mal irgendwann mal erwähnt, dass er auch schon seit Ewigkeiten da rumsteht und wir langsam mal wieder was mit dem machen müssen. Und ja, heute ist es soweit. Lass uns mal wieder unseren guten alten Rockbreak hier mitnehmen, den wir noch von Valguero hatten. Auch ein Überlebender von dem Map-Wechsel, den ungeplanten, eigentlich nur kurzfristigen Wechsel, der jetzt dauerhaft irgendwie ist. Scheiße. Ist das deprimierend. Ja, da gucken wir mal. Wo wir denn? Wir arbeiten uns von oben nach unten durch, egal was es ist. Hier haben wir als erstes mal ein Archaeopteryx oben im Redwood irgendwo. 40, 70. Gehen wir durch die Wüste und klettern die Wand hoch oder gehen wir über unseren Harzsammler und gehen wir dann ein? Na, keine Ahnung, ihr werdet sehen, wenn ich da angekommen bin. 40, 70, alles klar. Dann macht man dann hier mal wieder Cut it out und diesmal auch richtig. Und dann sehen wir uns bei dem Archaeopteryx, wenn ich den gefunden habe oder feststelle, dass er nicht mehr vorhanden ist. Das kann natürlich auch passieren. Gerade so kleine Sachen wie Archaeopteryx oder sowas, die sind natürlich schon schnell Schrott. So, wir suchen einen Archaeopteryx. Archaischen Asterix. Terrorplatz. Da könnten die irgendwo sein. Come on, move! Eitsch! Der ist gemoved, aber auf falsche Art. Böse, böse Katze, böse Katze, böse Mieskatze, böse Katze, Mieskatze, direkt. Einfach bitch. Das fängt ja schon wieder gut an. So, ich wollte gucken, du bist ein normaler Archaeopteryx. Du bist auch ein normaler Archaeflopteryx. Du bist ein Laderuckler. Du bist ein Shitraptor. Noch ein Shitraptor. Und du müsstest eigentlich auch
ein Shitraptor sein, oder? Jupp. Oh, da hängt noch was im Wasser. Und du hängst auch noch im Wasser. Du bist auch ein Archäopteryx. Warte mal, ich habe da gerade was in den Klippen hängen sehen. Bei unserem Glück. Ja, ist ein Archäopteryx, aber nicht den wir suchen. Wir sind so ungefähr bei 40, 70. Wir haben hier noch ein wenig Suchspielraum. Das ist alles kein Problem. Oh, was haben wir da? Ah, schöne Farben, aber nicht das, was wir suchen. Kriege ich dich nicht ins Target vernünftig? Doch, doch, du, ich habe doch schon im Target. Mikroraptor. Oh, der Drache sieht toll aus. Oh, das ist auch ein Shiny. Nee, wir sind heute für Trick or Treats unterwegs. Oh Mann, du siehst so geil aus. Ich sehe dir. Haben wir da? Oh, die blöde Kamera bei dem, ne? Schon ein richtiges Tier, aber nicht das, was wir suchen. Was mit dir? Hm. 70, 70, 70, 70 sind wir da immer noch so ein bisschen, sind wir da noch. Ah, da ist schon wieder so einer. Da ist schon wieder so ein Jumper. Oh. Ich weiß, warum wir den Rockback so lange stehen lassen haben. Mir fällt es langsam wieder wie Schuppen in die Augen oder so. Ich hab da gedrückt. So, geh da hin. Archäflopteryx. Dimorphodon. Alles fliegt hier, aber nichts ist das zu versuchen. Komm, du bist doch kein Dimorphodon. Du bist ein Archäopteryx, wollte schon sagen. Demo. Trodons? Ne, auf Trodon habe ich auch kein Interesse dran. Zwischendurch mal die Kralle wieder abstellen. Was bist du denn hier? Du bist auch ein Trodo. Ach ja, come on. Da. Cham. Perfekt. What? Wait for me. Boing. Boing. So, du brauchst einen grünen Kibbel und dann bin mal gespannt. Der erste Zufallsgenerator, was kommt dabei raus? Also wie ihr seht, habe ich schon für ordentlich Zeugs vorgesorgt, was eventuell mal zähmen könnte. Ich sag, das wird ein Mammut. Und? Du bist ein All Hallows Mikroraptor jetzt. Hä? Du warst doch gerade noch ein Trick or Treat. Na, da haben wir jetzt einen Mikroraptor. Okay. Also der Vortech ändert sich also auch. Wir haben einen Mikroraptor, das ist kein Mammut. Du warst definitiv ein Archäopteryx, oder? Da stand doch Trick or Treat fett dran. Ne? Nicht, dass ich jetzt mich jetzt vertue. Ich bin jetzt gerade am Zweifeln. Habe ich jetzt auch versehen einen regulären. Aber nein. Das war unser erster Trick or Treat. Das war ja schon mal so ein bisschen Niete, würde ich sagen. Das war so ein bisschen, FDP wieder, würde ich mal behaupten. So, dann lass uns mal weiter gucken hier. Das Stalwart, Papa Jackoletta, Eldritch, das ist der, den wir gerade gesehen haben, oder? Der ist schon so weit gewandert. Okay. Oh, Hellos, Eldritch, Ginger, Trick or Treat, Prokoptodon. Das ist fast bei uns zu Hause. Bisschen den Fluss hoch. Ha. Ja, ich denke mal, Prokoptodon. Nein, nicht so. Da werden wir wohl mit unserer Kryogottes los, ne? Weil den Prokoptogon können wir besser bei uns im Zähmkäfig zähmen. Da kann er nicht so weit wegkoppeln. Das ist ja fast, ne? Als wenn das Spiel sagen will, ja komm, mach mal eben hier Boxenstopp. Pack dir deine Kryogottes aus.
flieg den Fluss runter und hol dir links einen Känguru. Känguru, laru, laru. Aber du kannst die mal eben kurz hier so Test-Dummy spielen. Können wir die überhaupt aufheben? Ja, können wir. Dann lass auch wieder los. Der schmeckt nicht. Der hat zu viel Fusel drin. Fluseln. Fusel. Kram. Morella Flops. Du da? Ja, da ist er doch. What the fuck? Der war doch gerade noch nicht da. Komm hier, my friend. Das ist ein K.O.-Team. So. Den mal fix. Heute wird teleportiert, bis sich die Balken biegen, du. Wie sie sich biegen. So, was sagt ihr? Der sieht ja so schon ganz cool aus. Ich hoffe ja auf einen neuen Ether Drake, but. Du wirst ein Raptor. Stehst du noch? Ne, du stehst nicht gut. Du wirst ein Raptor, behaupte ich. So. Boing. In den Böppes, der Kangaroo, daru, daru. Kangaroo, daru, daru. Und good night, Birdie. So, du bekommst. Ey, Mushrooms habe ich vergessen. gut, dass wir hier auf der Basis sind. So. Da, Mushrooms. So, was sagst du? 21, wa? Jump Street. So. Und hier packen wir auch ein Turbo rein. Ja, stimmt. Menge stimmt. So, wie gesagt, ich sag, wird ein Raptor. Noch könnte. Das wäre Max Level. Wild Level für Shinies. 180. Für normale Shinies. Also, nun. Gibt besondere Dinos, ne? Wie Rock Drakes, Wyvern und so was, die über Max Level drüber gehen. Das geht auch bei Shinies dann so. Also normale Linus gehen bis 150, Shinies bis 180. Come on, unser neuer Super Raptor. Tech Raptor, genau, Tech Raptor. Und? Zombie Fire Wyvern! Wir haben eine Zombie Wyvern gekriegt! Haha, du siehst, ich hab doch gesagt, wir müssen gar nicht Event machen. Wir haben einen fucking Zombie Wyvern. Ja, nee, so, und dann zoom. Damn. Nee, so ist ein Scheißwinkel. Kann ich nicht weiter reinzoomen im K-Modus? Kann ich nicht. Lass uns mal erstmal weiter Richtung Himmel gucken, damit dein Kopf schön hoch erhoben. Fucking Zombie-Wilwan, jawoll. Jawoll. Damn, what a beauty. So, was bist du genau? Squamos Zombie Fire River Level 289. Ja, leck mich an den Zepter. Damn. Also eine Niete und ein Hammer. Come on. Come on. Damn. You are beautiful. Ah, oh, sweet. Tja, weil das Ganze so schön war, da war doch direkt noch einer. Unter dem Protokoptodon. Ich glaube. Was waren das? Das müsste. Wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Die Eierdinger da. Oviraptor, genau. So, dann lassen wir nochmal gucken. Trick or Treat, Oviraptor. Das ist. So da ungefähr. 28, 28. Müsste. Boah, das Portal da in der Nähe. Also hier Säule. Das hier. Oder das hier. Oder sogar das hier. Ich würde sagen, das hier, wa? 28, 28. Oviraptors, wieder einen, den wir gut hier im Zehenkäfig quälen können. Oh, wie ist das schön. Come on. Ovi, 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 Ovi. Ah, wir sind ein bisschen abgeglitten, aber ist okay. Wir sind fast, ist bei 29, 29, anstatt 28, 28.
Aber ist okay. Ja, Night Reaper. Du wirst ein Night Reaver, ja genau. Wenn wir den Oviraptor tatsächlich bekommen, dann wirst du ein Night Reaver. Come on in the Night Reaver. Or something. Das ist ein Event Trike. Wo ist der Oviraptor? Ovi? Ovi van Knofi oder so? Warte, da war gerade was. Da war was. Du bist ein Lystro, verarsch mich doch nicht. Kein Schwein braucht ein Lystro. Da, da ist doch was Oviraptoriges. Bingo! Sweet dreams are made for me. Haben wir dich ins Maulchen? Jawoll! Rat mal, wo es jetzt hingeht. In die Teaming Box. Nein, da können wir mit nachgucken, was shiny sind. Da. Oh Mann, ist schon schwer, Knöpfchen zu drücken. Wären die doch mal durchnummeriert. Ah ja, sind sie ja. Mann, dann bist du halt unfähig. Sweet. Gelandet ist er. So, wir müssen aber auch nochmal landen. Du brauchst Eier. Ich denke mal, Quetzeleier dürften ganz gut bei dir laufen. Die waren recht hoch. Davon haben wir eine Tonne, denn, naja, Eierproduktion ist verdammt schnell bei uns. Aus guten Gründen. So, wenn man mir guckt, was haben wir hier schon? Hier fast drei Stacks von Dimorphodon-Eier. So, Quetzal. Da. Denke mal, mehr als 10 werden wir wohl nicht brauchen. So, es können wieder Tipps abgegeben werden, was es wird. Ich, wie gesagt, ich sag Night Reaver. So, da können wir auch mal in die Box reingehen, weil, naja, du bist eh nur K.O.-Team. So, mal gucken. Ja, Quetzal ist fast das Beste mit dem Gigantosaurus-Eck. Aber sowas haben wir nicht. Poing! Mach Sleepy Sleep. Wie gesagt, Night Reaver, Spreedrax, sein Tipp. Ey, Bre hat gesagt, das wird Night Reaver. Und was ist es? I don't know. Willst du mein Freund sein? Also, guck mal hier, für die Zombie-Wimpern, das gibt doch schon wieder einen Daumen hoch. Komm, ja. Also, das war doch mal super. Ich meine, okay, das war nicht meine Leistung. Dafür einen Daumen hoch zu kassieren, ist ein bisschen, naja, das war ein Zufallsgenerator vom Spiel. Nö. Na, trotzdem. Kommt. Was ich bin. Like fürs Video. Sitzt drin, oder? Come on, Buddy. Jeder Pink Stego. Ach, der mit seinen farbigen Dingern immer überall. Gib mir mal was Antlers oder Lantern oder Smoky. Smoky müsst ihr aufpassen. Das sind, glaube ich, ja. Das war die große Enttäuschung, diese Season. War aber wesentlich besser. War mal wesentlich besser, du. Gib mir mal Night Reaver. Aber wäre jetzt auch geil, wenn er jetzt auf einmal ein Giga rauskommen würde. Skeletal-Giga, das wäre noch geiler. Aber nee, ich bleib bei Night Reaver. Der nächste Tipp wird Skeletal-Giga. Oh, ich mag dieses Trick-or-Treat. Sollte eine ganze Season so machen, wenn ihr das dann Random Arc. Da müsste ich jetzt hier Forrest Gump einspielen. Ne? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Oder so. Come on! Oh, ich hau dir jetzt sofort. Hau ich den Beschleuniger da rein? Ich habe ein paar auf Vorrat gesammelt, aber auch nicht so. Ja, na. Ja, komm, ey, ich hab doch nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss mir noch einen Giga holen. Da, eat up. Ein Otter. Ja, okay, haben wir jetzt einen Eldritch Otter. Why not? Hör auf, mir zu folgen. Auch noch so ein Kackgift grün. Mit schwarzen Streifen drauf. Warte mal, warte mal.
Ich meine, ich interessiere mich ja nicht so wirklich für Fußball, aber ich habe es mal eine Zeit lang probiert. Das sieht doch fast aus hier so wie Borussia Mönchengladbach, oder nicht? Hier dieses Grün mit den schwarzen Streifen da drinnen. Das ist doch Gladbach-Symbol, oder nicht? Gucke mal. Dann, warte, 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 du kommst hier gar nicht hier rein. Du kommst gar nicht hier rein. Wir haben doch extra eine Schlangenbox/Schulterpad-Box. Wo hier die ganzen nicht eierlegenden Schulterpads drin rumstehen, außer unser Artefakt-Otter, den wir zurzeit haben. Tada! Nee, ich will da nicht. Ich will den Otter von meinen Schultern schmeißen. Ich will nichts in den Inventar von was anderem rein. Gucke mal, da könnt ihr euch bequem machen. Oh, das hat auch irgendwie was, die ganzen kleinen Kritter und dann umzingelt von den drei Schlangen hier. Naja, aber wenn ihr euch wohlfühlt, warum nicht? Eifer, Bitch. So, hier hatten wir auch noch unsere Krüge Gottes irgendwo rumflattern, ne? Damn, das macht Spaß, die Trick or Treats zu ziehen. Ey, komm, mach mal die Kurve da. Kann immer noch nicht mit dem Tech-Zug umgehen, ey. Spielt Ark schon fast, ja, über 4000 Stunden und dann hat immer, kann man immer noch nicht mit dem Tech-Zug tun. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, 3856, ein blöde Pup-Kuh. Oh, dann müssen wir die bei uns in die Box packen, Gilly anziehen und die dann mit Bier füttern. Oh Mann, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nur, wie es geht. So, das wird jetzt aber, was habe ich gesagt, was das jetzt wird? Oh ja, genau, das Skalitel Giga wird das. Das wird ein Skalitel Giga Weibchen. Das sieht doch Pup-Kuh-mäßig aus. Obwohl wir da gerade einen Jutti im Visier haben. Du bist schon mal ein falscher Pupku. Du bist eine Trick-or-Treat-Pupku. Brauchst Bier-Jar. So, dich haben wir da schon mal drinne. Ich meine, wir könnten auch mit unserem Textshooter da dran, aber. Nein, das ist die falsche Taste. Gilly ist besser, damit die einen nicht sehen. So, und bei uns in der Box kannst du auch nicht so mega weit rumwandern. Eventuell können wir dir was durchs Fenster zustecken. Siehst du? Ja, guck mal. Du wirst hier sofort die Akku verlieren, wenn ich jetzt mich mal gerade umziehen gehe. So. Dann können wir unser Makroraptor erstmal nochmal hier reinpacken. Das haben wir auch noch nicht getan. So, und die Eier genau da. Kommt, passt schon. Gilly. So. Tong, 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 tong. 5 Sachen, alles klar. So, dann der gute Gesöff hier, was sonst eigentlich nur unsere Gärtnerin braucht, wenn wir keinen Tech-Generator haben. Der auf die Leiste. So weit, so gut. Leichten Teil haben wir abgeschlossen. Jetzt kommt der komplizierte Teil, der dauern wird. Damn! Es guckt uns zu. Dumme Kuh. Auch wieder ein Männchen, wa? Heute, wir haben diesmal Männchen-Spielstand. Server weit, so. Ja. 8 Bierjars brauchst du. Wenn wir jetzt irgendwas hätten, so ein Pheromon oder sowas, das du schneller fressen willst. So, solange du nicht rumwanderst. Ja, jetzt geht das Warten los. Wie gesagt, ich sag, Skelett-Giga weiblich. Oh, finally, ready to eat. So, dann lauf noch mal irgendwo hin. Jetzt nicht rumwackeln. Nicht wackeln. Fein. Ja, lecker das Bier, ne? Das mit den 8 Gläsern stimmt aber auch nicht. Wenn du jedes Mal um 20% Punkte steigst, 20, irgendwas, das 8 ist dann falsch. Ne? Mathe-Erweiterungskurs in der Schule gehabt. Mir ist vollkommen klar, das sind keine 8 Gläser, das sind 13 Gläser, die du brauchst. Ready to drink. Das mit dem Eat ist gar nicht richtig, das muss Drink heißen. Ja, guck mal, sind wir schon bei 61%. Sag ja, 13 Gläser braucht das, nicht 8. Mathe-Genie Deluxe, ha?
Oh, das wäre jetzt super ärgerlich, wenn da eine Wasserkreatur rauskommen würde. Die würde ja sofort hops gehen. Mein Unterwasser-Trick-or-Treat-Wasserkreatur zähmen, die sich dann in eine Landkreatur umwandelt. Das ist durchaus möglich. Die schießt halt nur in die Wasseroberfläche. Aber in die andere Richtung? Der funkelt ja nun mal gar nicht so. Obwohl, wird ja auch ein bisschen was zu dem Random Faktor dazu packen, ne? So ein bisschen mehr Risiko dabei. Yay, super mega Tuzo heute ist tot. Wie gewonnen, so zerronnen. So, Schnapsdrossel, wie sieht's aus? Wollen wir wieder? Ja, das hast du gehört mit der Schnapsdrossel. Was? Tut mir leid, war ja nicht so gemein. Guck mich noch nicht so schuldbewusst an. Ready to drink. Ich bitte darum, das Spyglass abzudaten. Da muss zwischendurch mal stehen, ready to drink, not to eat. Ein Bier kann man nicht essen. Es sei denn, du frierst das ein als Crush-Eis oder so. Ugh. Oder holographischen Giga nehmen wir auch. Oder spektralen Giga nehmen wir auch. Aber wir nehmen alles, was Giga ist. Komm mal, wird durstig. Da warten noch 7 Millionen andere Trick-or-Treats. Naja, so viele sind es nicht. Ah, ready to drink. Ah, chill out, chill out, chill, chill. Tada, was wird's? Ein Stego. Naja, ist fast wie ein Giga. Ja, du siehst noch niemals besonders schön aus. Geht mal die Tür auf. Naja, abominable, abominable Stego. Naja, whatever. Naja, zwei Nieten, ein Nonplusultra. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Halt, halt, halt. Wir haben doch deinen Käfig Rummel reingerotzt. Lass uns den Rummelrotzen wieder abrotzen, wegrotzen, zurücknehmen hier. Aber wir lassen sie mal im Inventar. Wer weiß, ob es nicht sinnvoll ist, die noch weiter, falls wir noch was finden, was wir noch weiter einschränken müssen, in der Bewegungsfreiheit. So, das war schwer. Puh, voll aus der Puste. So. Und mitten in der Nacht. Sofort wieder. So, dann packen wir dich direkt hier rein. Produziere mal Eier. Ach, du bist auch noch ein Mannequin. Ja. Das macht nun mal nichts. So, dann ziehen wir uns wieder um. Na, ich wollte. Ach, damn it! Alles weiterrutschen muss. So, und das wieder auf die Leiste und das Bier da raus. Also, nur die Gärtnerin und unser Kalikotherium-Stego sind hier Biertrinker, ich nicht. Nix, kein Bedarf dran. So, den. T. Trick-or-Treat Lystro. Den Fluss hoch. Lystro braucht seltene Blumen. Die wir natürlich noch nicht dabei haben. Wieso habe ich die noch nicht eingepackt gehabt? Gucken, sowas habe ich gesagt. Ich will nicht da unten landen. Du. Komm, was machst du jetzt denn hier für einen komischen Dance? So. Gib mir mal 10 Raw Flowers. Oder so, das sollte durchaus ausreichen. Ja, 15 tun es auch. Wer weiß, ob wir nachher irgendwann anlocken müssen. Who knows? Nobody knows the trouble I've seen. Jeboa, not tameable. Bist du ein Skelett, Jeboa? Du bist ein Skelett, Jeboa. Gibt's was Tolles? Jeboa Bone Kostüm. Jawohl. Sweet. Bisher ja auch noch nicht gehabt. Irgendwo musst du sein. Sonst von hier Raptor, die machen wir mal lieber weg. Die vertragen wir zwischendurch mal so einen leckeren Lustro happen. Das ist nicht.
Da, Brown Gilling muss wieder. Da haben wir doch Trick or Treat List. Du brauchst zwei Rare Flower. Ich denke mal, die sind weit genug weg. Tong Nummer uno. Der geht recht fix, würde ich mal sagen. Plague Barrier, ich hab dich im Blick. Eigentlich nicht, aber bleib, wo der Pfeffer wächst. So, come on. Der kleine Lystro gibt uns jetzt einen großen Giga. Das klingt doch fair. Oh, guck mal. Event-Zeugs. Nee, warte, warte, wir dürfen nicht wieder dasselbe tippen. Dann sage ich jetzt, du wirst uns am Tech-Gino, I guess. Männlich. Come on. Ich habe hier leckere Blümchen für dich. Die willst du doch. Come on. Du weißt das, ich weiß das. So, mal gucken, was wir so. Oh, ein Monkey. Eldritch Mesopithecus. Na, sweet. Haben wir einen Monkey. Voll Monkey Funky. Oh, dunkel glänzen die alle so schön, die Shinies. Aber dunkel ist nicht gut für Aufnahmen. Auch wenn wir in der letzten Zeit eigentlich ordentlich was von gemacht haben. So, dann weiter geht's. Ich können wir ruhig auf die Schulter lassen. Müssen wir dich gleich nochmal passiv pfeifen noch. Tata Damanian ist nicht Trick or Treat. Da, Trick or Treat are Allosaurus. Das ist am Anfang des Canyons Old Base. Old Base, ganz klar Old Base Teleport. Nope, nope, Old Base. Und gezähmt wirst du bei uns in der Box. Guck mal, da haben wir ihn doch. Ah, guck mal. Evakuierungsaktion läuft. Den haben wir in der Schnauze. Du bist ein regulärer Allosaurier. Was soll denn das? Geh weg. Keiner mag dich. Du schmeckst nach Seife. So. Oh nein. Passivpfeifen. Du schmeißt den hier gerade mit Kacke. ja, was wirst denn du? Was habe ich gesagt? Ne, bei einem Lystro haben wir gesagt, du wirst ein Zamtek. Was, du wirst unser neuer Easter Drake. Was hältst du davon? So, ja. Wer hängt denn da böse in der Box drin und kommt nicht raus? Ja, unser neuer Easter Drake. Boing. Damn, daneben. Der hat's gerochen, du. Der will kein Easter Drake werden. Come on. Boing. Ja, ich hab daneben auch vorbei, du. Ja, yeah, siehst du? Ach, doch knapp daneben drauf vorbei. Come on, Easter Drake. Du kriegst auch wieder einen Beschleuniger reingeballert. Haben wir heute mit Beschleuniger. Über irgendwas können. Passive Tanks können wir natürlich nicht beschleunigen. Auch so rumzutanzen. Mir wird schlecht. So, hier. Mach Nickerchen. Brava, hallo. So, mein neuer Easter Drake. Komm, gib mir. Du brauchst vier, ne? Ja. Gib mir doch mal die Genugtuung, dass ich einmal richtig gelegen habe hier. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Easter Drake. Easter Drake. Easter Drake. Easter Drake. Ether Drake, Ether Drake. Und? Du bist alles Allosaurus geblieben. Damn it! Ja, warte mal, bleib mal so stehen. Bist wenigstens einigermaßen hübsch. Naja, aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, dürftest du unser Allosaurus Nummer 2 sein. Und wir haben, glaube ich, schon ein Weibchen. Dann haben wir endlich Allosaurier-Eier zusammen. Also, wir könnten wieder einen Argenjara herstellen. Woo! Falls unser super Argenjara mal hops gehen sollte. Oder in höheren Tiers nochmal Allosaurier-Eier gebraucht werden. Für unsere Hybriden. I don't know. Ja, wir haben Weibchen. Und ja, wir müssen Eldritch Allosaurier. Und hier haben wir ein Squamous. Allosaurier. Squamous, Squimish, whatever. Squaw Allosaurier. War das nicht Squaw? Es waren auch die Indianerfrauen, oder nicht?
Alright, weiter geht's in Trick or Treat Fieber. Ginger muss ich in. Russet, Indigo, Candy, Spicy, Eldritch, Budgie, Re-Retali, Silent. Das hört sich speziell an. Du müsstest. Auf Jobo Island. Du müsstest, Gesundheit regenerieren oder so. Wir haben auch einen Wasserhersteller. Das ist nebensächlich. Princess, Peabold, Abomish, Psychotropic dürfte auch was Spezielles sein. Da, Trick or Treat Parasaurus. Ich weiß, wo das ist. Können wir mal gucken, wie wir da schnell hin teleportieren, du. Ich glaube, da selber haben wir nichts. Das hier, Thyrakoleo Island dürfte das nächste dran sein. Parasaurus. Da kann man auch eine gute Basis bauen, wo der rumhängt. Das ist ähnlich wie Hebivore Island, also nur friedliche Dinos da drauf. Ein riesiges Wasserbecken, wobei die Zugänge da super flach sind, aber der Body super tief ist. Sieht aus wie so ein Meteorkrater. Hier ist, glaube ich, auch ein fetter Stein unten auf dem Meeresgrund da. Muss man lange runtertauchen, ne? Also da passt ordentlich was rein. Tut so toll, das ist Moser und sowas. Hier müsstest du irgendwo rumgammeln, oder? Ja, guck mal, Trick or Treat Parasaurus. Da brauchen wir auch nicht einen Themenkäfig, da können wir direkt vor Ort. Alles easy peasy. Einmal Netz drauf geballert. Sogar Tech Parasaurus. So, einmal K.O. gekloppt. Was wirst du denn? Was wollen wir? Von dem Anomalien hat so eine komische Krake hier. Hier so ein Skorpion. Die mit dem Knock, mit dem Raid Topor 10 Methode. Bullshit. Wie viel brauchst du? 3 Kibbel brauchst du. Du brauchst, glaube ich, auch keinen Beschleuniger. Also, ihr seid relativ fix mit dem Fressen immer. Egal, du kriegst trotzdem Beschleuniger rein. Ich habe doch keine Geduld. So, euer Tipp habt ihr abgegeben. Man sollte vielleicht auch aktivieren. Ja. Wie gesagt, ich sag, das wird so ein komischer Skorpion. Kakidoden, Dingsbar. Oder du wirst gar nichts? Hallo? Sag bloß, du bist jetzt eine Wasserkreatur geworden und uns zerpufft. Ich meine, du hast uns für eine Millisekunde gehört. Mal gucken. Nee, hier ist nichts bei. Hallo? Wir wohnen um den Themen beschissen. Das ist übrigens der Krater, den ich meinte. Ja, das sieht nicht so aus, als wenn irgendwas in den Himmel geschossen wäre. Ich gehe da hundertprozentig von aus, dass du eine Wasserkreatur geworden bist und dann poff, tot. Meine Lok sagt, dass wir Parasaurus gezähmt haben als letztes. Nichts, dass er sich was umgewandelt hat oder gestorben ist. Ja, und der Bottich ist auch super tief. Arschbombe Deluxe. Ja. Hier gibt ein bisschen Obsidian, ein bisschen Öl, das war's auch so. Aber irgendwie kann man wunderbar Sachen drin aufbewahren. Massig Platz. Also unser Tektro kommt von der Reichweite nicht bis zum Boden, wenn wir hier oben eine Basis bauen würden. Und hier die Zugänge hier sind super flach, also da kann nichts großartig Fieses reinschwimmen. Also so eigentlich gar nichts. Tja, aber wie gesagt, wir wurden um ein Tame beschissen. Das ist, nicht vorhin. Ist futsch. Naja. Gut. Dann, das gehört halt zum Spiel dazu. So, dann gucken wir mal wieder, ob da was nachgerutscht ist. Dem da, die, da, oder.
Stormioploidron. Leopleudron, die bleiben doch auch nur kurz. Die hat man auch nur eine gewisse Zeit. Naja. Saffron, Indigo, Pyrrhisches, Squamous. Trick or treat Karagon. Alright, du bist bei 64,42 Nähe Wirftempel. Dodo-Tempel. 64,2. Keine Ahnung. Du oder. Ja, du. Nimm was. Nein, nach Samen können wir uns nicht teleportieren. Das Ding steht im Gebäude mittlerweile drin. Das ist mir schon mal schief gegangen. 64,2 und keine Ahnung. 2 und keine Ahnung. Alles klar, klar. Dann machen wir schon. Come on. Lass dir die gute Laune nicht verderben hier. Zeit läuft Trick or Treat ganz chillig, ganz spaßig eigentlich. So, 64. Dann, 64 erstmal da. Da, einer von euch beiden. Yep. Ihr seid K.O. Tames. Müssten wir eigentlich. Du bist. Oh, du siehst cool aus. Machen wir mal so ein bisschen. Warte mal, wir haben gesagt, die Zielattacke ist da besser für deine. Das macht mir Schaden. Ein bisschen vorbetäubt. Also könnte ich nicht in die Schnauze nehmen. Aber das sieht so auch schon ganz cool aus. Ich hätte dich auch gerne. Komm vor hier hoch. Treffe ich die Krühe Gottes? Nein, treffe ich nicht. Treffen den Dude da. Wo willst du hin? Ich bin hier oben. Eigentlich könnte der super an uns dran, weil der kann fliegen, aber. Der ist halt. Oh, ausgenockt? Nee, irgendwas haben wir ausgenockt. Oh, du? Die haben wir ausgenockt. Ja, okay. Das hat also gepasst mit unserer Kryo-Gottes. Ich würde schon sagen, wieso bist du denn so passiv? Auf rumzurennen. Lass den Dödi in Ruhe. Ah, du bist schon im Fluchtmodus, ne? Ach, musst du jedes Mal Haken schlagen, wenn ich gerade abfeuer. Mann, du siehst so auch schon cool aus. Ich will dich auch so. Doing. Miss 9, excellent. Was sagen wir denn, was du wirst? Ah, ich habe keine Ahnung. Du wirst ein Barbie-Rod. Come on, Barbie-Rod. Come on, Barbie-Rod. Come on, Barbie-Rod. Come on. Nightweaver! Wuhu! Sweet! Ja, brauchen wir nur Sattel für dich. So, dann bam 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 bam. Oh, macht das Spaß! Trick or Treats! Besser als das reguläre. Entschuldigung. Besser als das reguläre Event. Taser Gilded Argentavis. Oh, hört sich ja auch wild an, ey. Trick or Treat Megatherium. 4276. Was haben wir denn da an Nähe? 72, 76. Waren wir da nicht hin vorhin schon? Da? Ja, da kommt am nächsten ran. 42, 76, so. 42 wäre da. Und 76 sind wir schon. Also der Teleporter hier, super. Wir haben schon mehrfach Dinger gehabt, die auf der 76er Flucht hier waren. Wo die ganzen Thyrkoleos in den Bäumen hängen. Da könntest du schon sein, wa? Ja, 170er Trick or Treat. Mega dumm. Warte mal, wenn du mega dumm bist, dann bist du grün Wähler, wa? Bleibt ja nicht aus. War so mega dumm, da kann man nur grüne wählen.
So. Auf in die Taming Pen. Hier hängen mir zu viele Türkolliers in den Bäumen. Und Plague Barrier Uties. So, dann lasst euch schon mal überlegen, was das denn wird. Jetzt haben wir schon so viel durch. Was könntest du denn noch Cooles werden? Ein Griffin. Ja, du wirst ein Griffin. So. Noch nicht einmal richtig klingt. Obwohl wir Night Reaver haben, wie ich bei einem gesagt habe, aber voll daneben geschossen. Idiot. Wieso sind wir in der Box? Hallo? Der wird doch sauer, der haut einen doch. Guck mal. Der ist schon ganz böse. Was habe ich jetzt gesagt, weil du wirst? Eigentlich schon wieder. Ah, genau, ein Griffin. Lass mich heute einmal richtig liegen, also 100% richtig liegen, nicht so halb richtig liegen. Ah, du wirst ein Griffin, du brauchst 5 Superior. So, hier kriegst du Mutter Superior, so, da kriegst du eine Turbokugel und dann wird man so ein super shiny, super mega Griffin und ich glaube, wir können wieder runtergammern. So, langsam wieder hell genug hier. Und du bist eine Scheißkuh geworden, eine Ektoplasma-Scheißkuh. Na, ja gut. Naja, okay. Okay, hätte es auch vorhin direkt so bleiben können. Naja, okay. So, dann brauchen wir jetzt zwei Sättelchen. Kalikotherium ist kein Eierleger. Du kommst also nicht in die Box rein. Du kommst draußen zu stehen. Brauchen wir also einen Kalikotherium-Sattel. Und für unseren Night Reaver. Oh, da gibt es auch ein Update. Anomalie hatte vor ein paar Tagen ein Update. Die kriegen jetzt alle ihre speziellen Sättelchen. Das heißt, wir können hier gar nichts hier drin craften, weil die ganzen neuen Drattel gar nicht drin sind. Die haben jetzt, ja, mehr oder weniger fangen jetzt an, jeder einen eigenen Sattel zu haben. So, guck mal hier, die ganzen Runendinger hier. Mal gucken. Night Reaver, genau, kriegst einen extra Sattel. Also ist neu. So, dann brauchen wir noch einen Calico. CH, ne? K. Chalico. Calico. Kalikotherium. Sweet. So. Dann lass uns mal unten auf die Platte. Und ich glaube, Nightreaver ist, glaube ich, auch kein Eierleger. Aber hier, der Highlight ist definitiv unsere Zombie-Fire-Wyvern-Leger. So, dann lass uns mal gucken. Kalikotherium mit dem Rocktech waren wir heute super lange unterwegs. So, du machst mal erstmal auf Behavior. Passiv. So, dann kriegst du deinen tollen Kalikosattel an. So, unser Ektoplasma Kalikotherium. Hopp. Ja, wenn du jetzt auch noch Ektoplasma schmeißen würdest, dann wäre super. So, du hast aber noch einen Trick auf Lager. Dich können wir nämlich hier hinsetzen lassen. So, wie Megatherien auch. Sweet. Dann mach mal hier einen auf Overwatch-Beschützer hier. So, haben wir das richtig ausgewählt? Ja, der Night Reaver. Ectoplasma Night Reaver. Wo man dir das Ectoplasma nicht so wirklich ansieht. Ich glaube, du erlaubst keine Farbvarianten, weil du bist einfach nur schwarz, du hässlicher, komischer Night Reaver. Was immer. Das sieht aus wie so ein Bulldoggen-Alien-Kopfverschnitt. Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir so ein Alien. Sweet. Kannst du jumpen? Du kannst jumpen. Nice. Okay. Watsch, 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 watsch. Du watschelst durch die Luft, okay. Watschelst du wirklich durch die Luft oder springst du so komisch? Keine Ahnung. Das müsste der Night Hunter Buff sein, da oben rechts. Ja, ist der Night Hunter Buff. Ja, die gucken wir auch jetzt nicht genau an. Das machen wir auch ein andermal. Wir sind halt heute sind wir auf Trick or Treat Jagd. Das ist, ne? So. Behavior passiv. So, du behavest ganz gut. So. Der, weiter, 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 weiter. Ich habe Blut gelegt. Ich brauche mehr, mehr, mehr. Taser, da waren wir vorhin schon. Ghoulish Rex hört sich auch geil an. Das waren die Trick-or-Treats heute. Keiner mehr auf der Map. Na gut, ja. Ich denke mal, das war eine recht erfolgreiche Runde.
Ja, Nightweaver, super. Entschuldigung. Das ist ein blöder Raucher, ne? Hatten wir ja schon mal. Mann, bist du groß im Gegensatz zu dem. Ja, Nightweaver war definitiv ein Plus. Die Wülf sowieso. Mann, du siehst verschärft aus, habe ich glaube ein paar Mal gesagt. Calicotherium, nee, die anderen Sachen auch nicht. Der Affe ist ganz nett, aber ansonsten, ja, trotzdem. Trotzdem würde ich sagen, das ist ein cooles Feature. Also da hab ich echt gut Spaß dran. Ja, gut. Ja, aber das soll es erstmal für. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So, lass mal rein. Zoom, 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 zoom. Gucke mal, Monkey und ich, wir müssen noch vernünftig mit euch gucken können und anreden. Ja, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch fleißig mitgeraten. Nightweaver und Wiff, da würde ich einen Namensvorschlag empfehlen. Calicotherium glaube ich nicht, dass wir den rumziehen. Den Affen mit Dünn, den können wir mal eine Zeit lang mit uns rumschleppen. Also der könnte auch einen Namen vertragen. Also würde ich mich da freuen, wenn ihr mir einen Namen für die hinterlassen würdet. Natürlich auch für unsere sonstigen Dauerbrenner-Dinos. Immer wieder gerne gesehen, wenn ihr Namensvorschläge reinhaut. Das ist jetzt die letzte Chance, die ihr habt, einen Kommentar zu hinterlassen für unseren November-Mod, den wir dazu packen wollen. Ansonsten entscheide ich mich dafür ein, wenn bis dahin kein Vorschlag gekommen ist. Bis jetzt hatten wir noch nichts. Ist okay. Fühlt euch zu nichts gezwungen hier. Dennoch, wenn euch danach ist, würde ich mich über einen Daumen hoch, also ein Like unter dem Video freuen, bei Twitch und bei YouTube, je nachdem, wo ihr gerade guckt. Und natürlich über ein Abonnement. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich denke mal, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, werden wir dann wohl den nächsten Hybriden erstellen. Ja, dann bis dann, würde ich sagen, wa? Bis dahin, hau da rein, gebt der Gas und habt da Spaß. Winke, winke. Maki, kannst du auch winke, winke? Nee, nicht wirklich. Naja, tschüss.